durch meine Lautsprecher raus. Ich guck mal Ausgabe auch über meinen Kopfhörer. Guck mal, ob das funktioniert. So, hallo, hallo. Ich sprich nochmal. Ja, ich höre nicht. Okay, du hörst mir. Ja, ich höre dich jetzt auch. Jetzt habe ich dich auch über den Kopfhörer. Ich glaube, es ist besser, wenn ich das über die Lautsprecher rausschicke. Ja, absolut besser, wenn du es über ein Headset machst, weil dann gibt es doch immer noch Rückkopplungen und Echos und da muss man schon, wie soll ich sagen, eine starke Persönlichkeit sein, um das mit dem Echo dauerhaft ignorieren zu können. Ja. Ja, genau, genau. Wenn man da so ein bisschen keine Ahnung, so zum Typen Nervenwrack ist, sowieso schon, dann ja, kann ich mir vorstellen. Also, wenn dir dann eigenes Echo so als Geist immer hinterherläuft, ein, zwei Sätze hält man das durch, aber ne, also ist besser, wenn es geht, immer Headset. Ja, du hast dich schon mal ein bisschen umgeschaut und voll cool. Gefällt mir richtig gut. Ja, ich habe mich bemüht. einige Anspielungen einzubauen. Ich hatte vorhin noch eine spontane Idee. Wir machen ja jetzt nicht zwei halbe, sondern eigentlich eine Doppellesung, ne? Und das heißt ja, wir haben ja eigentlich relativ bisschen Zeit. Ich habe dann gedacht, Thorsten wird es ja ein bisschen anmoderieren, denke ich, auch hier. Und ich auch einmal kurz, ne? Und ich habe dann gesagt, wenn wir in den nächsten drei Tagen aus dem Publikum eine konkrete Anspielung hier von der Deko zum Buch nennt, also per PN oder per Notcard, der gewinnt pro richtiger Erkenntnis 42 Lindentonner. Die kann er ja dann bei einem demnächst stattfindenden Charity-Sachen kann er die ja dann wieder spenden, wenn er möchte. Also mit konkreter Anspielung meinte ich jetzt, wenn mir jemand schreibt, da stehen so graue Rosse. Sarah Connor, ne? Genau. Naja, aber wenn einer schreibt hier Sarah Connor und der Terminator. Das wäre was Richtiges. Aber wenn mir jetzt einer schreibt, ja, da stehen etliche rostig aussehende Sessel und da sitzen Leute drin, dann würde ich sagen, nee, das kommt nirgends vor, ne? Das ist meine Deko nur, ne? Oder irgendein von den beliebigen großen Robotern da, das kommt nicht vor, ne? Ja, genau, es gibt Roboter. Roboter, genau. Ja. Ich hab die Anspielung erkannt, Roboter. Ja.
Träne. Yeah.